Hallo, ich bin der Stefan von pswtutorials.de und in diesem Videotraining geht es darum, wie ich aus diesem schönen Foto ein Höllenfoto machen kann. Das ist im Grunde ganz, ganz einfach und weil das so toll geht, nehme ich auch gleichzeitig eine Aktion auf, damit ich diesen Effekt auch ganz schnell auf andere Fotos anwenden kann. Das Aktionsfenster, das kann ich hier unter Fenster und dann ganz oben ist ja Aktionen, kann ich auch mit F9 aufrufen. Und hier kann ich dann sagen, ich möchte eine neue Aktion. Das nenne ich dann einfach mal Höllenfoto. Dann okay. Und dann sieht man gleich, dass hier der rote Button aktiv ist. Das heißt, jeder Schritt, den ich jetzt mache, der wird aufgenommen. Also nichts anderes als wie ein Videorekorder. Und ja, da beginne ich einfach mal. Der erste Schritt ist nämlich, dass ich mein Bild mit Farbton Sättigung umfärbe. Das kann ich jetzt hier durch Bild, dann Korrekturen. Und hier Farb- und Sättigung. Schneller geht es natürlich mit Steuerung U. Und hier muss ich erstmal das Häkchen reinsetzen bei Färben. Und da stelle ich einen Wert von, sagen wir mal, 210 und dann hier 30 und Helligkeit mal vielleicht ein bisschen höher auf 5. Okay. Das Ebenen-Bedienfeld, das rufe ich mir auch auf. Kann ich einfach F7 drücken, dann ist es schon da. Und dann kann ich jetzt einfach mal die Ebene duplizieren, das ist ganz einfach mit Steuerung J. So, da habe ich Ebene 1. Ich könnte natürlich auch die Hintergrundebene einfach auf das neue Symbol ziehen. Hat den gleichen Effekt, aber ich arbeite ganz gerne mit eben Tastaturbefehlen. Da sieht man hier schon, dass meine Aktion Höllenfoto einmal Farb- und Sättigung und Ebene durch Kopie aufgenommen hat. Gut, ja, weiter geht's. Ich werde jetzt hier ein wenig Unschärfe reinbringen. Dazu gehe ich hier ins Filtermenü, Weichzeichnungsfilter. Und dann habe ich hier den Gaußschen Weichzeichner. Den benutze ich sowieso am allerliebsten. Damit kann ich das Bild leicht unscharf machen. Und ja, ich sage einfach mal einen Wert von, ja, zum Beispiel, ja, 2,5 ist ganz gut. Also es sollte ein wenig unscharf sein. Es kommt natürlich immer darauf an, wie groß das Bild ist. Mein Bild ist jetzt eigentlich relativ gut aufgelöst. Deswegen nehme ich hier einen höheren Wert. Wäre das Bild jetzt ziemlich klein, würde dann auch eine Einstellung von 1,5 zum Beispiel reichen. Dann okay. Und ich werde jetzt die Füllmethode ändern, indem ich hier von normal auf ineinander kopieren anklicke. Dann sieht man, hat das jetzt schon so ein bisschen mehr Farbkontrast. Und jetzt kann ich die Ebene mit der darunterliegenden Ebene verschmelzen, zu einer Ebene machen. Das geht am allereinfachsten mit Steuerung und E. Jetzt sieht man, ich habe nur noch eine Hintergrundebene. Und diese Ebene werde ich wiederum duplizieren, wie ich es eben gesagt habe, mit Steuerung J. Da habe ich die Ebene nochmal und werde einen weiteren Effekt hinzufügen. Wieder ins Filtermenü, Weichzeichnungsfilter, diesmal nicht der Gaußsche Weichzeichner, sondern Bewegungsunschärfe. Ja, dann nehme ich eigentlich diese Einstellung, damit es jetzt so ein bisschen unscharf wird. Und hier Winkel 90 Grad ist sehr, sehr gut, also dass so von oben nach unten die Unschärfe kommt. Ich kann es natürlich auch ein bisschen höher machen, vielleicht sagen wir mal, ja, 50 Pixel ist vielleicht ganz gut, dann okay. Auch hier werde ich jetzt wieder die Filmmethode ändern, ineinander kopieren. Und dann kann ich das wieder verschmelzen mit Steuerung E. So, da habe ich schon. Und der letzte Effekt ist eigentlich ganz einfach. Ich muss nur eine neue Ebene erstellen. Die färbe ich weiß. Ist meine Hintergrundfarbe weiß. Brauche ich jetzt nur einfach nur Steuerung und Rücktaste drücken. Und dann ändere ich die Füllmethode in Differenz. Sieht man jetzt in diesem Bild nicht. Deswegen ziehe ich das mal ein bisschen weiter oben. Dann sieht man das. So, Differenz. Und dann sieht man schon, dass jetzt hier das Bild richtig schön glüht und ja, wie so ein Höllenfoto aussieht. Ich kann das noch ein bisschen erweitern, indem ich hier zum Beispiel eine Einstellungsebene erstelle mit ja, Gradationskurve. Dann könnte ich hier noch an den Einstellparametern noch ein bisschen dran ziehen, damit das hier noch ein bisschen krasser aussieht. Will ich das noch ein bisschen anders gefärbt haben, ist das auch kein Problem. Mache ich zum Beispiel noch eine Einstellungsebene, Farbtonsättigung und könnte jetzt hier Färben einfügen. Und dann hier zum Beispiel den Farbton entsprechend definieren. Und dann hier zum Beispiel die Deckkraft ein bisschen wieder runtersetzen. Und dann habe ich hier eben noch einen Rotton mit drin. Kann natürlich auch hier zum Beispiel noch mit den Filmmethoden experimentieren, so wie ich das vielleicht haben möchte.
zum Beispiel wäre auch hier wieder ineinander kopieren gar nicht so schlecht als Option. Und ja, das sieht doch schon gleich richtig krass aus. Ich kann jetzt die Aktion beenden. Hier brauche ich einfach nur auf das Stoppsymbol klicken und dann sieht man, welche Schritte ich jetzt hier vollzogen habe. Und das möchte ich jetzt einfach mal auf ein anderes Bild anwenden. Deswegen ziehe ich einfach mal ein anderes Foto hinein. Mal gucken, ob das auch damit klappt. Nicht jedes Foto eignet sich da perfekt. Ich werde jetzt mal abspielen. Ich brauche jetzt nur hier oben anklicken und dann auf das Play-Symbol klicken. Und dann sieht man, habe ich jetzt hier schon mein Höllenfoto. Das sieht jetzt wirklich krass aus, als ob er hier wirklich der Teufel höchstpersönlich wäre. Also es kommt bei diesem Foto wirklich gut zur Geltung. Ich probiere noch mal ein anderes Foto. Mal gucken, wie es damit aussieht. Einfach geöffnet und dann auf Play gedrückt. Und das sieht auch ganz fesch aus. Noch ein bisschen sympathisch, weil sie ja vielleicht lächelt. Dann probiere ich noch ein Foto aus, zum Beispiel, was so ein bisschen dunkler ist. Mal gucken, ob es da auch klappt. Einfach mal Play gedrückt. Ja, hier sieht man, ist natürlich ein richtig cooler Effekt. Allerdings kommt das jetzt nicht so wirklich als Höllenfoto so rüber. Aber hat natürlich auch was. Anderes Foto. Einfach nur Play gedrückt. Mal gucken, wie es da kommt. Ja, okay. Ganz nett, aber weil sie ja so sehr lächelt, kommt das jetzt nicht so gut rüber. Mal gucken, wie dieses Foto kommt. Hier lächelt sie auch. Mal schauen. Ah, das sieht ja schon fast so frech grinsend aus. Ja, das sieht heftig aus. Nächstes Foto. Wie man sieht, habe ich hier fast nur heiße Mädels ausgewählt. Ja, das kommt richtig cool. Das sieht meiner Meinung nach richtig feurig aus. Und ja, wie man sieht, ist das wirklich sehr einfach gemacht. Ich gucke doch mal hier in die Ebenen hinein. Also letztendlich bleiben zum Schluss nur noch 4 Ebenen übrig. Hier kann ich natürlich jederzeit an den Ebenen ein bisschen rumspielen, ausblenden und einfach mal ein bisschen experimentieren mit den Parametern, bis man einen schönen Effekt erstellt hat. Und ja, also mein Höllenfoto sieht gut aus. Ich hoffe, euch hat der Workshop gefallen. Ihr konntet vielleicht ein klein bisschen noch was dazu lernen und seid auch beim nächsten Videotraining dabei. In diesem Sinne, das war der Stefan von psdtutorials.de. Tschüss.